Dresden, Anfang September 1989. Im Dynamo-Stadion läuft vor dem Erstrundenspiel im Europapokal der Landesmeister die Stadionshow. Die Hütte ist voll, dabei ist noch reichlich Zeit bis zum Anstoß. Also ich denke, wir waren unserer Zeit sehr weit voraus. Ein ähnliches Vorprogramm sucht man heute in der Champions League vergeblich. Also diese Stadionshows, also es war schon sensationell, was da passiert ist, es war schon phänomenal. Zu diesem Programm gehört auch einer, der es präsentiert. Es ist Dynamos damaliger Stadionsprecher Gerd Zimmermann. Ziemlich genau 30 Jahre später, Treff mit ihm und seiner Kamera. Denn mit diesem Gerät waren damals diese Aufnahmen entstanden. Warum und wieso, ist eine lange Geschichte. Sie beginnt im August 1988. Für Dynamo-Ikone Reinhard Häfner gibt es das erste Abschiedsspiel überhaupt im DDR-Fußball. Zugleich ist es die Premiere für Zimmermann als Stadionsprecher. Es ging mir damals sehr gut, weil ich war ab 86 DJ, Berufs-DJ, habe jeden Tag eine Veranstaltung gehabt. Jawohl, so ist das auch beim sportlichen Wettkampf. Ja, so schön. So oder so ähnlich sieht es aus, wenn er im Dynamo-Casino oder anderswo eine Brigade oder ein Kollektiv zu bespaßen hat. Da es in der DDR immer einen Grund zum Feiern gibt, ist Zimmermann mit seiner Musikmaschine eigentlich ausgebucht. Eigentlich, weil der gelernte Kellner nebenbei auch noch Fußballberichte für die Zeitung schreibt und ab 1988 den Rasen im Dynamo-Stadion für sich als Bühne entdeckt. Vor jedem Europapokalspiel der Schwarz-Gelben soll es nun eine Stadionshow geben. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wissen kann, es wird die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Dynamo erreicht erstmals das Halbfinale in einem europäischen Wettbewerb. Die Schwarz-Gelben werden zudem DDR-Meister. Dresden stellt aber auch am Saisonende den Fußballer des Jahres. Gewählt wird Andreas Trautmann, ein Verteidiger. Er profitiert in erster Linie von seinen prominenten Gegenspielern. Da gibt es zwei, die man natürlich ganz klar nennen muss. Das ist Jürgen Klinsmann und Rudi Völler. Und die Erfolge der Mannschaft natürlich dann mit, die Ergebnisse. Die haben natürlich dazu geführt, dass ich dann mal auf Platz 1 gelandet bin. Der Europapokal-Auftakt im September 88. Dynamo spielt gegen den FC Aberdeen. Bilder gibt es nur vom 2:0-Sieg der Schwarz-Gelben, vom Vorprogramm nicht. Das wird sich schon bald ändern. Zimmermann legt sich eine Kamera zu. Allerdings ist das gute Stück nicht ganz billig. Die habe ich mir gekauft. Ganz einfach. Im Intershop. Ja. 4.000? Kommt das damals? Ja. 4.000 Westmark. Die sportliche Investition wird sich auszahlen. Denn das Europapokal-Vorprogramm entwickelt sich ganz schnell zum Renner. Die Macher lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, auch im Dezember 88. Rudi Völler staunt nicht schlecht, was die Dresdner da vor dem Spiel der Dynamos gegen den AS Rom für eine Show abziehen. Das PS-Duell. Ein Formel-Rennwagen gegen ein Pferd. Wer schafft die Stadionrunde zuerst? Auf das Stadion-Interview mit Völler aber warten die Fans vergeblich. Das Veto kommt von höchster Stelle. Das Verrückte ist ja, dass der Genosse Mielke auf die Idee kam und hat gesagt, was ist denn dort in Dresden los? Jetzt müssen wir doch dort mal hin, das müssen wir uns doch angucken. Und dann kam die berühmte Geschichte mit Rudi Völler, AS Rom, den ich nie interviewen durfte, weil der sich angeblich am Zoll so unmöglich benommen hatte. So die Auskunft. In Wirklichkeit wollte Mielke, der an diesem Tag im Dresdner Stadion sitzt, nur mögliche Ovationen für den Westprofi verhindern. Von all dem erfahren die Dynamo-Spieler so gut wie nichts, denn die Show vor der Show läuft ja ohne sie. Wir haben ja gar nicht so viel davon jetzt immer mitgekommen, weil wir auf Spielvorbereitung hatten und gar nicht auf dem Platz waren. Aber was man dann so noch mitgekriegt hat oder was erzählt wurde, Tandemfahren war dabei mit Gunter Emmerlich, viele Sachen, diese Wurst, diese lange Salami, die dann der erste Torschütze oder so kriegen sollte, die Ralf Minge sich eingesteckt hat. Wem würden Sie denn sagen, würde die Wurst auf dem heimischen Tisch am besten stehen oder ist das ganz egal?
Die Riesensalami gibt's im März 89. Vor dem Viertelfinale gegen Viktoria Bukarest stehen nun die Promis Schlange, um das Vorprogramm zu schmücken. Die einen, wie Unterhaltungskünstler Wolfgang Lippert oder Moderatorin Antje Garden, fahren mit dem Tandem um die Wette. Die anderen, wie Opernsänger Theo Adam oder Entertainer Gunther Emmerlich, versuchen sich im Elfmeterschießen. Den nächsten Coup hat Zimmermann längst geplant. An den Abenden nach den Dynamo-Spielen gibt es nun im Casino seine Live-Show mit selbstgefertigten Fußballclips. Natürlich dreht sich alles um die Dresdner Spieler. Es ist der Vorläufer von Dynamo TV. Wenn ich Ihnen Andreas Trautmann sage, dann fällt mir so rein. Ich wünsche einen Klick. Ja. Das würde ich sagen. Kennst du bei Dynamo Dresden Trautmann? Trautmann. Trautmann. Ja, kenne ich. Kennst du? Ja. Der will heute heiraten. Heute? Heute. Oh. Anpfiff war RTL, Abpfiff hier im Stadion. Und da hat man natürlich ein Publikum, es war immer ausverkauft. Das Dynamo-Casino ist in dieser Zeit immer so gut gefüllt wie hier beim Polterabend von Andreas Trautmann. Das liegt auch daran, dass Zimmermann schon ab Frühjahr 89 im Tal der Ahnungslosen Bilder von der Bundesliga zeigt. Hat dafür sogar das offizielle Okay vom Verein. Die Bilder, die hat meine Mutter aufgenommen, die musste das aufnehmen. Mein Techniker fuhr nach Hause, ich bereitete mich hier vor, holte die Dinger und habe gesagt, hört mal, ich würde dann heute Abend auch Bundesliga-Bilder zeigen. Und da hatte ich natürlich erwartet, das geht überhaupt nicht, ihr seid wohl wahnsinnig und so weiter. Und da kommt ein Ja. Ich dachte, er verarscht mich. Stadion Vorprogramm und Zimmermanns Abendshow mit den Dynamo TV-Clips tragen schon bald das Prädikat legendär. Wesentlichen Anteil daran haben die Erfolge der Mannschaft. Sie wird im Juni 89 als neuer DDR-Meister gefeiert. Sportlich zählen sich die Schwarz-Gelben nun zu den Top 10 in Europa. Ziel ist es, bis 1992 einen Europapokal zu gewinnen. Mit dem Rahmenprogramm bewegt man sich auch in ähnlichen Regionen. Schon Klamauk. Und was wir im Stadionprogramm gemacht haben, war ja auch Klamauk. Aber wir haben es damals anders genannt. Wir haben es Stadionshow genannt. Na klar, weißt du, was Neues war? Das gab es im Westen nicht. Nee, das gab es im Westen nicht. Legendär übrigens auch die Frisuren damals. Andreas Trautmann bei der Meisterfeier 89 voll im Trend der Zeit. Ja, das war die Zeit der Kaltwelle. Also das war ja in, oder das musste man haben. Sonst war man nicht in. Ja, fast alle auch in der Mannschaft hatten das. Und das war einfach der Zeit geschuldet. Auch die Bevölkerung oder viele Männer und manche Frauen sahen gleich aus. Also die große Kaltwellenzeit war das. Ja, und man hat es einfach mitgemacht. September 89. Beim Fußball in Dresden vergessen die Besucher die aktuellen Probleme und Sorgen im Land. Flüchtlingswelle, die ersten Demos, das Schweigen der Regierung, all das spielt schon vor dem Anstoß gegen AEK Athen keine Rolle. Zumindest für einen Abend. Es ist wie heute. Wenn du zum Fußball gehen kannst, es dir möglich machen kannst, dass du zum Fußball gehst, dann vergisst du 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, wo du unterwegs bist, alles. Heile Welt. Damals bitte, das war die heile Welt. Zimmermann und seiner Kamera ist es zu danken, dass es diese Bilder gibt. Denn was an diesem Abend keiner wissen kann, es wird die letzte Stadionshow dieser Art. Dynamo scheidet im Rückspiel aus und keine 2 Monate später fällt die Mauer.